Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deponia Doomsday. Wir sitzen mit den drei Ältesten oder beziehungsweise Mitgliedern des Ältestenrates in der Sauna. Da verstecken die sich vor den Phylogs, die Rufus versehentlich wohl erschaffen hat. Also Rufus ist mal wieder schuld. So, wir müssen das Gitter irgendwie aufbekommen, aber dazu sind wir nicht glitschig genug. Das wissen wir mittlerweile schon und glitschig werden wir mit... Genau. Was soll das denn? Ist das Hitlerle? Ja, ist es auch. Furchtbar. Oberkörper. So, jetzt... Glitschiger geht nicht. Können wir zumindest die Wasserkelle nehmen. Und bestimmt Wasser hier drauf. Nö. Kohle nehmen. Gut, was mache ich mit der Kohle? Was soll das denn? Geht nicht, alles klar. Gut. Hand hoch, hier, da. Aua. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Armband. Oh. Hey, findest du das lustig? Ja. So, McChronicle ist weggegangen. Das ist also schon mal eine gute Option. Wasserkelle. Kohlen. Hand hoch. Au. Jetzt jammer doch nicht so rum. Genau. Ah, der Weg ist frei. Jawohl. Nichts wie raus hier. Aber pronto. Kann ich das Handtuch nochmal nehmen? Danke, aber meine Hände sind trocken. Sehe ich nicht so. Hinaus. Oh oh. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Bis. Da geht der Waffelstand. Rufus. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Nummer zwei. Alter. Hier ist die Hölle los. Wissen wir schon. Na? Schnell, aktiviere die Notfallkontrolle. Ronny. Dramatik. Was? Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Sehr schön. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Wartet, das kriege ich raus. Ist ja, sozusagen meine Spezialität. Du schaffst das! Ich muss hier was machen. Sie sind schon im Koi-Aquarium! Okay. Oh, der Blattgoldwald brennt! Das war nicht so sehr effektiv. Hier rein. Oh, der Blattgoldwald brennt. Gut machst du das. Toll. Gut machst du das. Ah ja. Ah, noch weiter, oder wie? Wir haben keine Zeit. Meh. Meh. Ah, geht doch. Hurra! Zettel, jetzt schnell, Notfallcode. Ich hab die Codes. Zu spät! Mit? Sie klettern die Mauern hoch! Schnell! Lies vor! Geht ja schon los! Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht! Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Ja. Das funktioniert nicht. Mit? Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Sie haben mein Bein! Beeilung! Hä? Moment. Da! Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell. Mein Gott. Warum? Was habt ihr? Nee, ne? Oh nein. Scheinkleister, das gibt's doch nicht. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ein Klon? Sind etwa die... Ja, verdammt, die Dienstbots haben irgendeine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Und den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Aha, dann machen Sie das. Aber pronto. Okidoki. Warum? Gipszange, Monsterfuß, Pantoffel... Wir sind wieder ganz am Anfang von dem ganzen... Ihr oder wie?
Warum? Ich hasse Zeitreisen. Oh, die Zeit läuft schnell. Cool, ich komme. Können wir sie jetzt überzeugen? Verschmutzt, da ist er. Hasi. Goal? Ja? Wer spricht da? Rufus, klar. Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Rufus. Es heißt ja auch Rufus. Kuhschuss? Kuh. Nein, Huh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, ich mach egal. Mein Name ist der gleiche Dialog. Spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Das funktioniert nicht. Keiner da. Okay, soweit waren wir schon. Dann fahren wir mal mit dem Fahrstuhl. Was? Hilfe. Ja. Nee. Warum? Was? Hä? Ich bin ein wenig verwirrt. Zimmers, ja, das wissen wir jetzt alles schon. Blablabla. Helm. Aha. Dann mach aber Plonkidok. Gut, wir schnappen uns mal den Helm. Dann gehen wir mal raus. Wir haben die Zange, habe ich vorhin gesehen. Das heißt, wir nehmen uns mal eben die eine Taste wieder mit. Die Zeit ist jetzt mal egal. Wir können eh nicht überzeugen. Vermute ich. Blabla. Ja, so. Dann gehen wir mal raus und schauen mal, was wir hier oben noch machen können. Also die Fuel-Locks sind schon im Fahrstuhl. Wieso kann denn Goal durch den Fahrstuhl? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns mal hier oben um. Die sind weg. Warum? Komme ich da rein? Nee, ist ja kein Aktivieren-Symbol. Nö, ich kann hier nichts machen. Toll. Und wenn ich direkt in den Fahrstuhl gehe? Da ist noch jemand im Fahrstuhl. Mhm. Goal. Aha. So ein Reinfall. Zu spät. Okay, und jetzt sind die Fuel-Locks da, ne? Hilfe. Zeitsprung, okay. Das heißt, sobald ich den Fahrstuhl öffne, kommt der Zeitsprung. Was muss ich jetzt machen? Also sie wirklich... Ja, ich weiß. Ja. Jetzt, ich weiß. Zimmer? Ein Klo? Ja, verdammt. Ich müsste... Die Spots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Aha. Dann mach aber Plonkidoki. Warte mal. Den Helm. Können wir bestimmt was mit dem Helm machen. Zeit läuft. Kann ich den Helm aufsetzen? Nö. Terminal? Was? Helm! Interface erkannt. Oh. System verbunden. Was? Willkommen, Herr Oberkontrollrat! Ah. Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fitzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Nein, ich will das nicht kaputt machen. Goal! Ich kann immer noch alles zerstören. Goal? Ja? Wer. Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen! Ich weiß, dass du vorhast, Kletus nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich es verbiete. Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr. Außerdem, die Verlobung mit Kletus war doch deine Idee. Ah, ja. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern.
Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Was? Goal? Ich rede nicht mehr mit dir. Goal? Ich rede nicht mehr mit dir. Dann machen wir das doch einfach mal, ne? Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. So. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium ernsthaft? Zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los. Schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Alter. Fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Okay, das war knapp. Kritis? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Zum Henkel? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Na, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Creme de la Creme. Ist ja sicher. Der Rest ist... Genau, wie Gerda. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum, das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow, das klingt aufregend. Was können wir tun? Anzauen? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Was? Ja, wie? Dort steht mein Chronokar. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Wenn. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Toll. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Ja, jetzt ist das Hochboot weg mit Cletus. Und jetzt? Dies ist der erste und vermutlich auch letzte Tag deines Lebens. Mit? Soll ich mich etwa darüber freuen? Ja, aber halt... Nicht so lange. Der Tag hat nur 24 Stunden. Die Uhr tickt. Bravo. Das war vielleicht unsere letzte Chance, nach Deponia zu kommen. Ich dachte, du willst dich nicht in den Lauf der Dinge einmischen. Die Dinge laufen momentan ja auch nicht. Für dich vielleicht nicht. Rufus, der ist so... Achso, wir stecken uns mal... Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürften gar nicht hier sein. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Fjulox getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Brave Fjulox, gute Fjulox, überhaupt nicht hungrige Fjuloxchen. Toll, was kann ich jetzt hier machen? Gar nichts, ne?
Meth. Knopf. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich den Fuelogs überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Fuelogs zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Ah. Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallzwirn oder Wall. Denk nicht einmal dran. Okay. Und jetzt festhalten! Nein! Stopp! Fum? Oh, 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 oh. Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja! Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt. Ja! Rufus? Oje, oje, oje. Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fuelogs werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Ja. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fuelogs, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen, wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp, na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Also das ist schon wohl die Höhe. Ja. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au! Au? Pfgeben. Pfgeben. Mir juckt es schon, dass Elysium jetzt Fuelog verseucht ist. Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte. Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Genau, nie mehr fahren. Check, ich wollte die Welt retten. Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Aber niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Glaube ich. Also, wo geht es nach Kuvak? Ja, wo geht's nach Kuvak? Wo müssen wir denn hin? Alter, was ist hier los? Da hinten ist nicht schlecht, ne? Ui! Sieht doch Spaß aus, glaube ich. Schrottritter, Schrottritter, noch ein Schrottritter, okay. Und das ist ein Prophet, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Quatschen wir doch lieber erstmal mit Go. Alles kaputt. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Jupp. Soll mir das was sagen? Ihr da! Wisst ihr, wo es nach Kuvak geht? Was für ein Ding? Kuvak, ein Dorf südlich von Busa-Westvok. Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es aber. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer, ihr seid hier falsch. Bis Busa-Westvok sind es bestimmt 4 Tagesmärsche. Oh. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts. Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor McChronicle in Richtung Kuvak aufbricht. Aber natürlich. Genau. Hast du das gehört, Gold? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch McChronicle finden. Und jemanden, der euch ein Boot leiht. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Okay. Auf dem was? Ich glaube, ich habe McChronicle gerade gefunden. Okay. Ja. So ein lahmer Haufen. Zeit, dass ein bisschen Rufus ins Spiel kommt. Was ist denn mit ihm hier? Schaut mal, Kinder. Es ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Gucken, was wir mit dem quatschen können.
Stimmt nichts Sinnvolles. Alter, wo läuft der denn? Ah, so hinten rum. Okay. Ah, da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4-3-viertelten Gebot. 4-3-viertelten? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Oh je. Oh. Wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knetherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Was? Das Blaue? Nee. Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Ja, stimmt. Und los, ich habe am meisten Fremde von denen, sind die ganz scheinweise. Da sind wir nur schon durch. Nehmen wir mal einfach das nächste. Mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen. Ha! Mist. Guter Versuch. Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Oh, das gefällt mir. Es ist prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Sicher. Nimmt er sogar. Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Ja. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Miss? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuwu und Kikeriki für Obdach Moses. Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte doch so eines machen. Wirft es euch nicht so viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im zweiten Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Wie ich es mir gedacht habe. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Ist das eine Anspielung? Ich würde mal sagen, ja, ne? Weil es wurde ja gesagt, Deponia 3 und Schluss. Es gibt keinen vierten Teil. Du sollst es nicht in Stein meißeln. Achso, unser Inventar, ja. Brauchst du für das... Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja. Schaut mal, es ist Kifke. Brauchst du für das letzte... Na, ich will... Und okay, das ist also dann... Ja, ne, wie gesagt... Eine Anspielung gehe ich mal voraus. So, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Und dann gehen wir in der nächsten Folge auf den Rummel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Deponia Doomsday. Bis dann. Ciao.